ihr Lieben, ich bin hier bei der Kristin Wendt, die hat den Comic Message rausgebracht. Hallo! Hallöchen! Wie geht's dir? Ich bin müde, sehr müde. Okay, ja, Messestress kennen wir alle. Die Kristin, wer sie nicht kennt, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben über dich, um ein bisschen zu spicken. Autorin, Zeichnerin, hauptberuflich Schreinerin. Ja, genau, richtig. Geil, oder? Da fällt mir die erste Frage ein, wie hat denn dein Umfeld so darauf reagiert, dass du gesagt hast, ja, ich zeichne Comics und bringe jetzt einen Comic raus? Also die meisten haben es erst gar nicht gewusst, dass ich zeichne und okay. Die meisten haben so, oh, okay, also die haben es nicht wirklich ernst genommen. Meine ganzen Kollegen, die nehmen es nicht wirklich ernst, einige schon, die es auch gesehen haben. Ha. Fiel man da natürlich auch ein bisschen mit, auch weil damals unser Fernsehteam noch in der Werkstatt hatten, das war auch eine große Überraschung, aber... Ja. Jetzt ist für sie eher so, ja, okay. Also meine Family, die war natürlich hellauf begeistert, aber so Rest meiner Freunde oder Kollegen, oh ja, ist okay. Krass. Also ich finde es krass, weil du auch mal in der Doku, die habe ich mir ja auch angesehen, hast gesagt, du hast auch nie eine Zeichenschule besucht und gar nichts, du hast das alles selber beigebracht. Ne? Also erstmal davor ganz großen Respekt, ohne Scheiß. Weil was du hier auf die Beine gestellt hast, ist echt eine geile Nummer. Also wir haben ja schon ein Review drüber gemacht, das weißt du. Ja, Andy. Ja. Ich hatte mir aufgeschrieben, du hast mit Mangas angefangen und also zu zeichnen und eigene Geschichten zu entwerfen mit Sailor Moon. Warum denn Sailor Moon? Was war denn da so besonders dran? Ja, das war ja praktisch die allererste Anime-Serie, die ich damals geguckt habe als Kind. Und da gab es dann damals diese Zeitschriften. Und also ich habe ja schon gerne mal ein bisschen gemalt, aber ich habe das gesehen, oh, jetzt kannst du, das war so ein Punkt, wo ich gesehen habe, das sind so Heldinnen und man könnte es vielleicht, also ich fand das optisch so schön für mich. Und die habe ich wirklich, diese Zeitschriften habe ich dann wirklich genutzt alles oder auch die Serie zum Abpausen und dadurch habe ich auch viel gelernt. Und es war auch so, ich habe nicht wirklich Sailor Moon Sachen gezeichnet, sondern ich habe immer meistens mal daraus eine ganz andere Story gemacht. Also ich habe praktisch die Körper genutzt, aber sie immer anders angezogen. Cool, ja, so geht's halt, ne? Also ich finde es gut. Comic-Debüt hast du gemacht jetzt mit Message beim Crosskult Verlag. Mich interessiert natürlich jetzt schon, du hast Self-Publishing vorher gemacht. Genau. Und bist dann zum Crosskult Verlag gegangen. Hast du dich bei denen vorgestellt? Oder? Das war eine ziemlich spontane Geschichte. Spontan ist immer gut. Nein, das war so, dass ich mal geschaut habe, einfach mal so spaßeshalber, welche Verlage haben wir. Und die meisten Verlage hatten ja immer so eine Anleitung, wie du dich bewerben kannst. Okay. Und bei Crosskult habe ich das nicht gesehen. Ich so... Okay, dann habe ich die einfach mal, ich kenne sie halt auch schon wegen die ganze Zeit Science-Fiction-Comics und auch wegen Felix Mettikatten allen drum dran. Und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben, ganz stumpf. So, ja, nimmt ihr eigentlich Projekte an? Und dann habe ich eine Antwort bekommen, ja, eigentlich eher kaufen sie eher Lizenzen aus dem Ausland und vermarkten die, aber so eigene Projekte eher nicht, aber sie gucken sich das gerne an. Dann habe ich mir gedacht, oh cool. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Ja, warum nicht? Das ist ja praktisch eine Art Bewertung von einem Verlag. Das ist doch mal sehr interessant. Das ist abgeschickt. Und dann kam die Antwort, ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir dich ins Programm reinkriegen. Okay. Und damit war es erledigt. Krass. Okay. Andere Frage dazu noch. Gibt es dann vom Verlag her irgendwie so Vorschriften oder sowas, dass sie dir sagen, okay, uns gefällt dein Projekt, aber mach doch das oder das mal vielleicht noch ein bisschen anders oder so? Es ist so, man merkt schon, dass ich bei Band 1 wirklich alles alleine gemacht habe. Also klar, ich habe ein bisschen Hilfe von Leuten, also Freunden bekommen, die mir gesagt haben, änder mal das und das. Aber bei Band 2 merkt man das schon eher, dass es wirklich professioneller ist mit den Redakteuren. Ich habe aber damals gesagt, als ich mich dort in Anführungsstrichen beworben habe, dass ich gesagt habe, der Kern der Story, da werde ich nichts dran ändern. Die bleibt, die muss so bleiben, weil die auch Einfluss hat mit den vorderen Bänden oder mit den hinteren Bänden. Also man wird irgendwann mal doch mal Band 1 nochmal in die Hand nehmen und gucken, ob da so, das sind so kleine Triggerpunkte sind drin. Ja. Aber es ist so, ich kann meine Story so zeichnen, wie ich möchte. Ich zeige es denen dennoch und sie sagen mir dann so, wenn du möchtest, kannst du es ändern. Ist es besser so? Ja. Man wird ziemlich schnell betriebsblind mit der Zeit. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und das ist für mich ein bisschen einfacher, wenn sie sagen so, schau mal, es ist okay, aber mach es vielleicht ein bisschen anders. Und es ist dann wirklich einfacher für mich alles. Okay, cool. Betriebsblind ist auch ein guter Stichpunkt eigentlich. Feedback. Genau. Wie ist das? Du kriegst vom Verlag Feedback, hast du gesagt, aber hast du einen engeren Freundeskreis oder Beta-Reader oder so, wo man sagt, okay, ich reiß mal rum, schaut es euch mal an?
Ich habe es damals sehr oft gemacht, mit Band 1 extrem. Also ich habe auch sehr lange dafür gebraucht, weil ich immer wieder neu angefangen habe. Ja. Aber mit Band 2, da habe ich jetzt wirklich eine, die drüber schaut, die praktisch einen redaktionellen Part praktisch übernimmt. Auch damals die Ronja, die schaut ja auch immer wieder drüber. Das sind so die Leute, die ich dann gebe und dann guck mal, passt es oder passt es nicht. Und das ist dann, aber ich habe nicht so viele. Also ich versuche es ein bisschen einzugrenzen, weil das Problem ist, jedes Band ist wirklich sehr spoilerlastig. Also man mit jedem Band erfährt man weitaus mehr als die vorherigen. Und da bin ich ein bisschen vorsichtiger, dass sich die Leute nicht doch vielleicht irgendwann zu viel quatschen. Okay. Also nicht im böswilligen Sinne. Ne? Nee, aber spoilern ist immer... Ja, Das stimmt allerdings, ja. Da hast du recht. 4 Jahre an einem Comic, ist das richtig? Ja, ist richtig. Hattest du mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, scheiß drauf, ich schmeiß die Sache in die Ecke? Fast jeden Tag. Es ist so. Okay. Nein, es ist wirklich so, weil man noch nie einen Comic gezeichnet hat. Man fängt an, man hat keine Ahnung davon. Ich habe ja wirklich ganz stumpf angefangen, die Seiten zu zeichnen, ohne wirklich ein Storyboard oder was ähnliches zu haben. Ja. Und es hat wirklich mich so dermaßen ausgebremst. Und es gab auch mal eine Situation, da bin ich mal, hatte ich schon mal so ein Stück fertig gehabt, bin damit zu einer Redakteurin gegangen, auf eine Convention. Okay. Sie hat sich das angeguckt und meinte so halt zu mir, ja, das ist nicht wirklich Manga, es ist nicht wirklich Comic, wir können damit nichts anfangen. Oh. Und für mich war es in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe erstmal keinen Bock mehr. Okay, krass. Und dann nach einer Zeit habe ich gesagt, so, nee, jetzt, ich ziehe es durch. Ich mach's einfach, egal ob die Leute es mögen oder nicht, ich zieh's einfach durch. Das ist normal. Aber hat sich gelohnt, hey, oder? Ja. Im Nachhinein muss man immer sagen, also ich hab so ein bisschen über dich gelesen und recherchiert und sowas und was mir bei dir immer aufgefallen ist in der Story, du bist ein Kämpfer, ne? Du beißt dich immer durch, oder? Ja. Und das hat sich bei dem Comic doch definitiv gelohnt. Ja, also viele Freunde sind daran verzweifelt an mir wegen der Sache, weil ich die wirklich zu Weißblut gebracht habe. Okay. Weil die dachten so, oh, du bist jetzt fertig. So, nee, ich ändere nochmal kurz hier und da was. Das ist richtig schlimm. Das ist auch immer eine gute Frage, glaube ich, die mir gerne so ein Comiczeichner stellt. Wann ist ein Panel fertig? Niemals. Niemals. Ja. Man ist nie zufrieden damit. Das habe ich nämlich schon mal gelesen, wo auch jemand gesagt hat, ja, ich habe dann Panel fertig und habe ich das ganze Comic fertig und wenn ich von vorne nochmal anfange, dann könnte ich eigentlich alles nochmal umwerfen und dann dreht mein Verleger durch. Ja, ich habe dasselbe Problem gehabt, weil ich habe einen Fehler gemacht bei meiner Version. Ich habe in RPG, RPG praktisch Format gezeichnet oder koloriert. Und die Verlage nutzen ja CMYK. Okay. Also das heißt, ich musste jede Seite öffnen, die Farbe ändern. Ich habe so gehasst in dem Moment. Ich wollte einfach nur, ich wollte es nicht mehr sehen. Man möchte das Band zumachen, abschließen und dann einfach weglegen. Nächstes Projekt bitte, aber nicht das. Ah, sehr schön. Die SWR-Doku hat mich auch gewundert, weil wie kam es denn dazu eigentlich? Das ist mal eine gute Frage. Auf einmal habe ich eine Nachricht von ihm bekommen. Also es war so, wir haben Crossguide hat jemanden, der sich so um solche Dinge kümmert und er war ein bisschen hyperaktiv, würde ich mal sagen. Hyperaktiv, okay. Ja, also das war wirklich so, es war wie so ein Lauffeuer in dem Moment. So viele Leute haben sich plötzlich dafür interessiert, weil eben auch diese Kids for Friday Geschichte war natürlich auch sehr aktuell, eben auch wegen dieser Klimageschichte. Und das war natürlich da ein bisschen... ich weiß nicht, auf einmal habe ich eine Nachricht von Ralf König bekommen. Ich kannte den Herrn schon eben von anderen Dokus. Ich so, cool. Und das war wirklich lustig mit dem. Also es hat richtig Spaß gemacht auch. Also der Film ist, glaube ich, 6-7 Minuten lang oder so. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Wie lange habt ihr gedreht denn insgesamt? Ich glaube, wir waren bei 8 Stunden ungefähr. Ja gut. Er war morgens da, wir sind dann heimgefahren. Ich war dann halt bei mir zu Hause und es war schon... Jetzt seht ihr mal, 8 Stunden gedreht, 8 Minuten Film. Ich meine, bei uns ist es ungefähr dasselbe. Ne? Wir drehen auch irgendwie stundenlang Material und daraus wird dann, okay, bei den Comic-Reviews jetzt nicht, aber bei solchen Videos, wie ihr jetzt seht, ne, da haben wir Stundenmaterial und machen dann 10 Minuten raus. Immer das Gleiche. Du hast gesagt, Zeichnen ist für dich ein Ausgleich zum Job. Ja, genau. Kann der Job auch ein Ausgleich da zum Zeichnen sein? Wie ist das für dich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du würdest jetzt hauptberuflich nur noch zeichnen? Kannst du dir das vorstellen oder ist das... Überhaupt nicht. Mhm. Weil ich brauche das wirklich, weil für mich ist das so, sobald es wirklich zur Arbeit wird, kriege ich eine Blockade. Das ist für mich
Ich kann zum Beispiel Commissions, ist für mich sehr problematisch, wenn Leute mich fragen, ob ich vielleicht für sie was zeichne, dann denke ich so, ich weiß nicht, da habe ich komplett Shutdown, okay. Funktioniert bei mir gar nichts mehr. Machst du zu? Ich mache komplett zu und ich wollte wirklich, ich wollte mich nicht vom Comic abhängig machen. Okay. Weil ich möchte, dass einfach noch, immer noch mein Herz gut mit drin steckt und nicht irgendwie, ich muss es jetzt fertig machen, weil es jetzt, weil ich sonst nicht damit überleben könnte. Man kann es eh nicht, aber trotzdem. Ist es schwierig mit als Comiczeichner? Also, ich meine, du bist jetzt eingestiegen in diese Branche, auch wenn nur mit dem halben Fuß, sage ich mal, ne? Aber du hast schon gut Luft geschnuppert, denke ich mal. Ist ein hartes Pflaster? Also wenn man wirklich davon überleben, also damit überleben möchte, ja. Man muss wirklich viel tun, man muss wirklich hinterher sein. Ja. Jetzt nicht unbedingt, wenn man beim Verlag ist, ist es vielleicht ein kleines bisschen einfacher, aber als Self-Publisher. Also wirklich hier, wie die Leute hier auf der Convention, die müssen wirklich hart arbeiten. Sie müssen Werbung für sich selber machen, sie müssen alles organisieren, müssen auch auf den Messen sein. Und das ist wirklich, also ich habe es eine Zeit lang mal gemacht, also jetzt nicht so extrem wie die meisten, aber das war wirklich hart. Ja. Du liebst Technologie, jo. Da habe ich auch was Lustiges gehört, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Dein Input holst du dir auf Fachmessen was ist du? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also machst du das mit der Fachmesse? Nicht wirklich mit der Fachmesse, aber ich würde unbedingt gerne auf so eine Fachmesse gehen. Ich liebe Maschinen, ich liebe CNC-gesteuerte Maschinen, also wirklich diese großen. Wir haben ja auch bei uns auf der Arbeit einige und ich liebe es einfach. Ich liebe dieses Geräusch, die Bewegung von dem allen. Und natürlich auch mit meinem Lebensgefährten, er ist Diplom-Informatiker, also hat auch natürlich ein bisschen Ahnung in diesem Bereich, besonders was mit dem Computersystem und mit dem Programmieren alles zu tun hat. Und das ist so allgemein, ich habe mich schon immer für diesen Bereich interessiert. Ich finde es einfach so, diese Entwicklung in der Zeit einfach so faszinierend und eben halt einfach, wie sich auch die Maschinen und wie autonom die immer mehr werden. Ich liebe es einfach. Macht natürlich Sinn, dass der Comic auch dieses Thema so behandelt, dass wir sagen können, okay, pass auf, irgendwann hat man eine KI entwickelt, die gesagt hat, okay, ich mache mal den Planeten sauber. Wie bist du auf die Idee gekommen eigentlich? Also ich habe mich, wie ich den Comic ein bisschen, also so gelesen hatte, habe ich mich schon ab und zu so, gerade am Ende, ich will ja nichts spoilern, wer es noch nicht gelesen hat, aber gerade am Ende, ich habe mich schon so an Matrix erinnert gefühlt. Ne? Das ist schon so ein Einschlag ein bisschen, oder? Ja, das ist leider, das sagen viele, aber tatsächlich... Ich habe damals den Film noch niemals verstanden. Also ich habe den Film gesehen, ich habe es nicht kapiert. Ich habe es auch wirklich nie komplett durch angeguckt, weil es mich auch nicht... Nein, das hat mich nicht interessiert. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, war damals mit der Déjà-vu. Das mit den... Ach, die Katze. Ja, genau. Das war das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Aber sonst... Okay, ich habe während der Entwicklung von der Story habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich... an irgendwelche Serien gedacht, weil es ist praktisch von diesem Bild hier, also es gibt hier ein Bild, anhand dieses, das war ja praktisch mein allererstes Science-Fiction-Bild und anhand dieses Bildes habe ich die komplette Story aufgebaut. Okay. Es hat einen weißen Hintergrund, also habe ich mir gedacht, okay, Schneelandschaft. Und dann das so, war das Speedpainting, oder? Ja, genau. Und anhand dieses Bildes habe ich gesagt, so, okay, Schneelandschaft. Macht einen anderen Planeten, ist so nah, ist langweilig. Und dann habe ich gesagt, okay, es muss die Erde sein, aber warum ist die Erde vereist? Und dann so hat sich immer nach und nach die Sache aufgebaut. Und wenn es mit der künstlichen Intelligenz, das war eben halt, wir Menschen geben gerne Verantwortung ab. Ne? Wir lieben es, neue Technologien zu entwickeln, aber was alles nachhinein passieren kann, bestes Beispiel Atomkraft zum Beispiel. Ne? Ja, das ist dann so, oh ja, jetzt schieben wir das mal weg, sozusagen das Problem. Und so hat sich das dann einfach mit der Zeit aufgebaut. Und das ist ja das sind praktisch mehrere Interessen und auch so ein bisschen die Logik einfach mit eingeflossen. Aber so wirklich an Matrix habe ich in der Zeit nie gedacht. Vielleicht liegt das mit der Matrix auch einfach an meinem Alter. Ja, dass ich einfach in der Zeit auch aufgewachsen bin, wo halt Matrix wirklich sehr aktuell war, die drei Teile und wir das unheimlich abgefeiert haben. Den Gedanken zu sehen, wow, wir leben in der Simulation halt. Ja. Und diese Simulation kann durchbrochen werden und ja, die Welt ist total abgefuckt, weil wir es geschafft haben. Wir haben es endlich geschafft, den Planeten zu zerstören. Und dann sind wir wirklich in dieser Zeit, wo wir auch jetzt sagen, in diesem Umweltwandel, Umweltschutzthema, was ja sehr aktuell ist. Ne? Ja, es ist immer aktuell leider. Ja, es sollte immer aktuell sein. Ja, eigentlich schon. Aber das ist schon krass. Wie gesagt, also ich fand es sehr gut und Matrix ist ja auch nicht schlecht, wenn man daran erinnert wird. Ja, man kann ja das Rad nicht neu erfinden. Nee, so ist es eben. Das stimmt. Wie geht's weiter bei dir?
Was sind die nächsten Projekte? Hast du nächste Projekte? Kannst du irgendwas sprechen? Zweiter Teil? Also natürlich erstmal wird Message fertig gemacht. Ja. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe oder eben halt danach, ich habe ein anderes Projekt, das ist eine ganz komplett was anderes. Das ist eine Mafia-Story. Es geht schon ein bisschen Richtung Splatter, also Gore-mäßig, also praktisch ein bisschen brutaler alles. Okay. Ich möchte nicht so viel verraten. Also einige Leute kennen das schon, die Story. Muss ja nicht, aber wenn du ein bisschen was verraten willst. Ja, es geht also praktisch um einen Detektiv, der in ein ziemlich makabren Spiel eines Mafia-Bosses gelangt ist. Und ja, Catch and Kill Me ist eigentlich so, der Titel passt auch wirklich dazu, zu diesem Spiel, wo er drin reingerät. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich lasse mir jetzt noch hier den Comic signieren, den ich mitgebracht habe, von weit her. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch viel Spaß auf der Messe. Bitte. Und dann sagen wir mal Tschüss, ne? Ciao. Bye-bye.